Ein herzliches Glück auf aus dem Zoo der Minis in Aue. Wir schauen uns heute mal einen besonderen Mini-Vertreter bei uns im Zoo an, der recht unscheinbar ist. Der hat nämlich noch ein Gehege, ja, Mitbewohner, den Temning Tragobahn-Fasan. Um den soll es aber nicht gehen, sondern eben um die Dohle. Die Dohle ist ein einheimischer Vogel, ja, ein Singvogel letztendlich, gehört aber zu den Rabenvögeln, die also mit bei den Singvögeln drin sind. Warum, weiß keiner, denn Rabenvögel können nicht so besonders toll singen. Ist einheimisch und lebt also hier bei uns im Gehege. Das ist der Chaco und den wollen wir uns auch mal anschauen. Kommen Sie mal mit. So, wir sind im Gehege angekommen. Ja, Chaco hat sich leider ein kleines bisschen zurückgezogen, aber das macht ja nichts, denn Wissenswertes gibt es trotzdem über Dohlen zu erzählen. Die Dohlen, die kommen also in Europa vor, teilweise bis nach Nordafrika und hin bis auf den asiatischen Kontinent, zumindest am Rand. Und bewohnen dort offene Gegenden, in denen es aber irgendwelche Ansitzmöglichkeiten gibt. Also ein Feld mit ein paar Bäumen außenrum oder auch ein altes Haus kann für eine Dohle interessant sein, genau wie Felsen. Die Tiere leben dort und ernähren sich opportunistisch. Sie ernähren sich also eigentlich von allem, was sie bekommen können. Vorrangig sind es aber Sämereien und Insekten, die auf dem Speiseplan stehen. Bedeutet aber auch, wenn man zum Beispiel in Tourismusregionen unterwegs ist und die Leute lassen ihren Müll liegen, dass man auch mal eine Dohle beobachten kann, wie die dort an dem Müll rumherhantiert und sich dort was zu fressen raussammelt. Die Tiere leben in großen Gruppen, wo sich aber immer einzelne Paare finden. Haben die sich einmal gefunden, bleiben die ein Leben lang zusammen und ja, so, kümmern sich dann auch darum, Eier zu legen. Und das sind meistens so 4-5 Eier bei denen, die dann ungefähr 20 Tage bebrütet werden. Unter schlechten Bedingungen kann das auch mal ein bisschen länger dauern, meistens ist es aber ungefähr die Zeit. Ja, und wenn dann die Jungvögel geschlüpft sind, dann kümmern sich die Eltern noch 5 Wochen und danach hat man selbstständige Dohlen. Ja, die Dohlen, die sind also ganz besonders, das sind die kleinsten Rabenvögel, die es bei uns hier gibt und passen deswegen super gut in den Zoo der Minis in Aue. Außerdem, ja, wie alle Rabenvögel, sind sie unglaublich intelligent und das haben sie hier den Vorteil, dass sie mit dem Temning Tragobahn-Fasan zusammenleben, denn die beschäftigen sich gegenseitig ein bisschen. Wobei meistens die Dohle die Fasane überlistet, sage ich mal, gerade wenn es ums Futter geht. Ja, und eine wichtige Sache, die man noch erwähnen sollte, die Dohle war also auch bei uns in Deutschland schon mal Vogel des Jahres und zwar 2012. Ja, da hoffen wir, dass das der Dohle weiterhin gut geht, bei uns hier im Zoo und natürlich auch in freier Natur. Deswegen werden ja die Tiere als Vogel des Jahres gewählt, um eben auf verschiedene Missstände hinzumachen. Die Dohlenbestände in freier Natur sind aber sicher. Ich verabschiede mich damit aus dem Zoo der Minis in Aue und wünsche noch eine schöne Zeit. Bis bald!